Ich will die Leute begrüßen nach dem Signet. Schön, Peter Bühler, du gehörst mit Gästen. Das ist immer so der Moment. Und jetzt bin ich dran. Und jetzt hat es bei mir Klick gemacht. Kein Name, nichts. Ich habe nicht gewusst, wie die drei Gäste heissen. Also gut, ich habe natürlich jetzt die schon technische Pannen erlebt, wo halt einfach ein Mikrofon nicht mehr funktioniert. Und da hat man immer etwas parat. Ich habe zum Beispiel unter einem Sessel oder so, ist dann nachher ein Ersatzmikrofon. Und ich habe also schon 2-3 Sendungen mit dem Ersatzmikrofon gemacht. Ja, das war wahrscheinlich eine Paarung, die ich jetzt nicht mehr sagen, wer es war, wo die Frau einfach nicht gekommen ist, weil es der Sonntag war, wo man die Zeit umgestellt hat, also von Sommer- auf Winterzeit, eine Stunde zurück. Die ist dann irgendwie 10:30 in den Saal reingelaufen. Und ich habe mit dem anderen Gast notgedrungen müssen anfangen, und das war eher der langweiliger gewesen, und es war ganz schwierig und ganz mühsam. Die grösste Panne war mit dem Schriftsteller Charles Lewinsky. Dort hat er seine erfolgreichen Bücher noch nicht geschrieben, sondern hat es fürs Fernsehen geschafft. Und die Panne war die, dass die Leitung, wo man, ich weiß nicht mehr, wie das heute ist, aber die musste man müssen extra bestellen, damit man eine gute, saubere Leitung hat, die sogenannte Musikleitung. Da ist etwas mit der Bestellung schiefgegangen und wir haben die ganze Sendung persönlich über eine schlechte Telefonleitung müssen ausstrahlen. Das war schlimm. Die absolut schlimmste Panne war wirklich mal, wo einfach der Ton weg war während der Sendung. Und wir haben das nicht gewusst. Also wir haben einfach weitergeredet, wie wenn nichts gewesen wäre. Und die Sendung war dann fertig. Und wirklich am Schluss haben wir gemerkt, etwa 5 Minuten von der Sendung sind irgendwie einfach im Äther verschwunden. Ich mache alle Sendungen auf dem iPad. Ich bewundere meine Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, das ist eigentlich nichts Besonderes, das ist für mich Standard. Aber wenn man voraus sendet, habe ich herausgefunden, im Sommer macht das iPad bei Sonneneinstrahlung Notabschaltung, wenn es zu heiß wird. Und ich habe immer damit gerechnet, dass es irgendwann könnte passieren, dass einfach mal das iPad crasht. Und es ist tatsächlich in der letzten Minute, vor dem Schloss Werdenberg, hat die Sonne voll dran geschienen, kurz vor den Elfen, im Hochsommer. Und dann habe ich einfach noch gesehen, so eine kleine Meldung, irgendwie Automatic Shutdown. Und das iPad hat sich selber abgeschaltet, sonst wäre es vielleicht explodiert, ich weiß auch nicht. Und ich musste dann die letzte Minute einfach noch frei moderieren. SRF 1